Berechne die Stärke eines homogenen Magnetfeldes B, in dem ein Proton sich mit der Geschwindigkeit von 4 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde auf einer kreisförmigen Laufbahn mit Radius 40 cm bewegt. Hier ist das Magnetfeld B, das aus dieser Arbeitsebene herauszeigt. Hier ist das Proton, das sich mit der Geschwindigkeit v von 4 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde auf diesem Kreis bewegt, und der Radius von diesem Kreis, groß R, beträgt 40 cm, das heißt 0,4 Meter. Wir suchen die Magnetfeldstärke groß B, die wir in Tesla ausdrücken. Und um sie herauszufinden, werden wir diese Formel anwenden. Um aber die Formel anwenden zu können, brauchen wir die Masse des Protons und die elektrische Ladung des Protons. Das sind zwei bekannte Werte. Wer sie nicht mehr kennt, kann den Taschenrechner fragen, so wie ich es im vorigen Tutorial erklärt habe. Wir haben jetzt genügend Informationen. Aus dieser Formel schließen wir, dass B gleich ist zu M mal V geteilt durch den Betrag von Q mal R. Jetzt ersetzen wir M durch 1,67 mal 10 hoch minus 27, V durch 4 mal 10 hoch 7, den Betrag von Q durch 1,6 mal 10 hoch minus 19 und R durch 0,4. Und so finden wir, dass die Magnetfeldstärke B 1,04375 Tesla beträgt.